Ich darf Sie zur ersten Stadtratssitzung in diesem laufenden Jahr begrüßen und komme schon zum Tagesordnungspunkt 1, stelle fest, dass alle Unterlagen zu der heutigen Sitzung frist- und formgerecht zu Ihnen gelangt ist. Und ich bitte jetzt mal die einzelnen Fraktionsstärken mir mitzuteilen, um die Beschlussfähigkeit festzustellen. Herr Schatz. Fünf. Lässt sich gut rechnen. Drei. Zwei. CDU? Neun. Habe ich jetzt jemanden übersehen? Ja. Herrn Ficker. Aber nicht vergessen, nur übersehen. Das ist der Unterschied. OB ist auch da. 10, 12, 16, 26. 29 habe ich gezählt. Passt das? Ihr habt euch nicht vermehrt, ich merke schon. 29. Somit sind wir beschlussfähig. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Abstimmung der Tagesordnung. Gibt es zur Tagesordnung Ergänzungen, Änderungswünsche? Ich sehe keine Wortmeldung. Wer also mit der so vorliegenden Tagesordnung einverstanden ist, bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Keine. Somit ist die Tagesordnung einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3, Genehmigung der Niederschrift, öffentlicher Teil vom 9. Dezember des vergangenen Jahres. Ist hier jemand unkorrekt wiedergegeben worden? Stimmt ein Satz nicht? Auch hier sehe ich keine Wortmeldung. Somit ist also die Niederschrift im öffentlichen Teil genehmigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Bekanntgabe von Beschlüssen im nicht öffentlichen Teil von Sitzungen. Das übergebe ich an unseren Oberbürgermeister. Bitte. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. In der Sitzung des Stadtrates vom 9. Dezember des vergangenen Jahres wurden im nicht öffentlichen Teil folgende Beschlüsse gefasst. Die 95 aus 2021, Zustimmung zur Übertragung und Belastung eines Erbbaurechtes. Die 100 aus 2021, Bundesprogramm zur Förderung nationaler Projekte des Städtebaus, ein Grundsatzbeschluss zur Antragstellung und zur Finanzierung des kommunalen Anteils. Die 104 aus 2021, Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost. Und die 108 2021, Zustimmung zur Belastung eines Erbbaurechts. Und dann die 111 2021 mit der Höhergruppierung einer Beschäftigten. Das waren die Beschlüsse. Und diese hängen vom heutigen Tage an bis zum 3.3. im Schaukasten der Stadtverwaltung aus. Danke. Danke. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5, Einwohnerfragestunde. Gibt es Einwohnerinnen und Einwohner, die eine Frage stellen wollen? Herr Rothort, bitte. Sehr geehrte Anwesende, mein Name ist Detlef Rothert, ich komme aus Reddeberg zu Ihnen. Heute habe ich eine Frage zu CO2-Zertifikaten für Elektroautos. Um den menschengemachten Klimanotstand aufzuhalten, kann man sich jetzt an ganz neuen Maßnahmen beteiligen. Umweltschutz kostet nicht nur, sondern kann viel Geld sparen. Ich verkaufe jetzt jedes Jahr die vom Umweltbundesamt für mein Elektroauto ausgestellten CO2-Zertifikate. Das reicht, um meinen kompletten Fahrstrom zu finanzieren. Ich fahre also kostenlos. Meine Frage nun lautet: Nutzt die Stadt für ihre Elektroautos auch den CO2-Zertifikateverkauf als Einnahmequelle? Falls nicht, ich kann gern für die Stadt binnen einer Stunde diese Geldquelle erschließen. Ich bitte um Prüfung. Danke. Wird überprüft, höre ich gerade so. Ja? Gut. Weitere Einwohner, die eine Frage stellen möchten? Ja, bitte. Wenn Sie mit ans Mikrofon gehen und Ihren Namen dann nennen.
Marion Walter, Wernigerode. Eine Anfrage, die ich eigentlich wiederholen möchte. Nachhaltiges Wirtschaften und ein nachhaltiger Lebensstil, das wissen wir alle, werden immer entscheidender, um das Leben unserer nachfolgenden Generation wirklich lebenswert werden zu lassen. Vor diesem Hintergrund erneut die Fragen, wann wird das für Wernigerode angepasste Modell der Nachhaltigkeitseinschätzung für Beschlussvorlagen des Stadtrates und seine Ausschüsse fertig sein, das für die zukünftigen Stadtratsentscheidungen im Sinne einer lebenswerten Zukunft der nachfolgenden Generationen maßgebend sein sollte? Zweite Frage. Warum muss eigentlich das Augsburger Modell für Wernigerode geändert oder angepasst werden? Das Modell ist übersichtlich, logisch nachvollziehbar, einleuchtend und selbsterklärend. Jedem, dem ich es zeige, sagt, ja, super, einfach. Es ist zeitaufwendig, das auszufüllen, klar. Vor allem die Begründung. Unsere Kinder und Enkel sollten es der Verwaltung wert sein. Die Kraft und die Zeit, die zum Verfassen der Begründung aufgewendet werden muss, auch wirklich aufzuwenden. Ich weiß, es ist viel zu tun, aber ich halte es für immens wichtig. Und viele Menschen, die ich kenne, meine Kinder und Enkel auch. Dankeschön. Kleinen Moment. Die Fragen bitte an Frau Sänger geben, damit wir das im Protokoll festhalten können. Sie werden das sicherlich auch schriftlich, glaube ich, erst beantwortet kriegen oder können wir ein kleines Statement schon geben. Aber für mich nochmal die erste Frage, die habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Wenn Sie das vielleicht hier in das Mikrofon mir nochmal die erste Frage nennen. Wann wird das für Wernigerode angepasste Modell der Nachhaltigkeitseinschätzung für Beschlussvorlagen des Stadtrates? Und das habe ich verstanden, nur den Anfang nicht. Dankeschön. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Walter, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben uns Ende letzten Jahres von Ihnen ja den Auftrag im Rahmen einer Stadtratsbeschlussvorlage geholt, das Stadtentwicklungskonzept fortzuschreiben und zu erneuern. Und beide Punkte sind Teil dieses Stadtentwicklungskonzepts und im Ergebnis sollen auch beide kritisch überprüft bzw. neu gestaltet werden. Ich kann Ihnen allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Termin nennen, wann es tatsächlich dann umgesetzt ist. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wir sind aber schon in der Erarbeitung dieser Punkte. Danke. Weitere, ja bitte. Auch Sie bitte den Namen nennen. Ja, Jörg Büchting, guten Abend aus Wernigerode. Die Strompreise der Stadtwerke Wernigerode sind zuletzt stark angestiegen für Neukunden und viele Bürger haben auch ein Interesse, sich eine Photovoltaikanlage an ihr Haus oder ihre Mietwohnung anzubringen. Ich wurde angesprochen von Anwohnern in der Altstadt, dass dies in der Altstadtsatzung für die Anwohner in der Altstadt nicht erlaubt ist. Das erlaubt die Altstadtsatzung nicht. Und meine Frage ist, ob es erneut Überlegungen gibt, diese Altstadtsatzung dahingehend anzupassen, mit dem Sinn, den Leuten eigene Stromversorgung, Stromerzeugung zu ermöglichen und auch der Stadt die Ziele einer Nachhaltigkeit umzusetzen, hier diese Satzung anzupassen, dass Photovoltaikanlagen ermöglicht werden an Dächern und an sichtbaren Flächen. Und wenn nein, warum nicht? Kurze Antwort bitte. Ja, zunächst mal zu den Strompreisen. Sie haben es richtig formuliert. Die Strompreise für Neukunden sind verständlicherweise, weil die Marktpreise auch entsprechend hochgegangen sind, für den, im Einkauf der Stadtwerke auch hochgegangen. Die Strompreise für die Bestandskunden sind nach wie vor konstant. Wir hoffen, dass das auch so bleibt. Zudem, und das ist eine Tendenz, wo ich einfach sagen kann, da werden diejenigen natürlich auch irgendwo belohnt, die bei den Stadtwerken letztendlich auch über lange Jahre Kunde sind, denn die Stadtwerken bevorraten sich über viele Jahre mit ihrem Stromeinkauf und dass jetzt so ein großer Andrang auf die Grundversorger kommt, weil eben die Heuschrecken, die Billiganbieter jetzt alle vom Markt nehmen, das ist etwas, was keiner hätte voraussehen können. Aber zur eigentlichen Frage PV, das ist ja letztendlich das, worauf Sie auch abzielen mit Ihren einleitenden Worten und die Altstadtsatzung
spricht nicht gegen die Stromerzeugung auf den Dächern, sondern sie erhält den historischen Charakter einer Stadt. Und wenn wir über PV-Anlagen sprechen, die optisch nicht wahrnehmbar sind, diese Technologie gibt es, die ist allerdings zugegebenerweise unglaublich teuer im Moment noch, also in die Dachziegel integrierte PV-Anlagen und ähnliches, dann spricht auch die Altstadtsatzung nicht dagegen. Es geht sondern eher darum, diese großen Platten auf den Dächern nicht zu haben. Wir haben bereits Ausnahmen dafür auch B-Plänen in der Altstadt vorgenommen, siehe Küchengarten, wo auch PV-Anlagen, die entspiegelt sind, zulässig sind. Und wir werden uns da natürlich, weil es ein ganz aktuelles Thema ist, auch nochmal ganz intensiv verwaltungsintern mit dieser Altstadtsatzung zusammen und auseinandersetzen. Das heißt also, wir ignorieren das nicht, aber wir wollen natürlich auch diesen Spagat irgendwie hinkriegen, Zeichen der Zeit erkennen, Dinge ermöglichen, aber eben auch diesen historischen Charakter der Altstadt zu erhalten. Denn letztendlich zusätzlich zur Altstadtsatzung ist auch immer der Denkmalschutz noch zu berücksichtigen auf den einzelnen Gebäuden. Wäre jetzt die Kommunikation zurück, dass die Leute sich mit individuellen Anträgen dann ans Bauamt... Ich würde dazu ermuntern, lieber einen Antrag mehr an uns zu stellen als einen zu wenig, denn wenn jemand eigenmächtig eine Anlage aufs Dach installiert, möchte ich es eben nicht darauf zulaufen lassen, dass wir in irgendeiner Art und Weise gezwungen sind, zurückbauen zu lassen. Das wäre auch falsch. Deswegen würde ich da tatsächlich ermuntern, stellen Sie Ihre Anträge und wir prüfen das sehr gerne individuell, auch im Rahmen der jetzt gültigen Altstadtsatzung und mit all dem Ermessen, was wir ausüben können. Dankeschön. Gibt es weitere Einwohnerinnen oder Einwohner, die eine Frage hier und jetzt stellen möchten? Ich sehe keine Wortmeldung. Somit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 6, Informationen und Anfragen. Hierzu übergebe ich an die Verwaltung zunächst. Bitte. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Einige Termine möchte ich Ihnen mitteilen am heutigen Tage. Zum einen am 22.02. findet um 17 Uhr der Online-Workshop statt. Zum Thema Schierke Ortsentwicklung. Wir werden dann am 24.02., so wie wir das lange verabredet haben, die Sonderstadtratssitzung zur Verabschiedung des städtischen Haushaltes 2022 durchführen. Frau Leo hat heute zumindest teilweise die gedruckten Unterlagen auch ausgegeben. Am 13.03. wird stattfinden, wenn denn alles gut gegangen ist, wovon ich ausgehe, dass am 3.3. dann die Eröffnung des Kulturkirche Konzerthaus Liebfrauen erfolgt, wird am 13.3. das Eröffnungskonzert für den internationalen Klavierwettbewerb stattfinden, Neue Sterne, und am 19.3. 16 Uhr das Abschlusskonzert und um 19.30 Uhr die Preisverleihung. Das sind so die Daten für den internationalen Klavierwettbewerb. Am 24. März findet statt die nächste reguläre Stadtratssitzung. Ja, das sind die Informationen von meiner Seite. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es weitere Informationen der Stadtverwaltung? Herr Kramer, bitte. Ich habe eine kurze Information. Wir haben tagesaktuell ein Schreiben vom Landkreis zugestellt bekommen zu der Umsetzung der Schutzmaßnahmen, Corona-Schutzmaßnahmen in der Schierker Feuerstein-Arena. Wir werden da zum einen sehr gelobt für die vorbildlichen Maßnahmen im Rahmen unseres Hygienekonzeptes und zum anderen wurden wir darüber informiert, dass aufgrund der Freiluftveranstaltung in der Arena die 2G und auch die 3G Zugangsbeschränkungen entbehrlich sind und aufgehoben werden. Wir werden das also jetzt umgehend in unser Hygienekonzept der Schierker Feuerstein Arena auch mit umsetzen. Natürlich sind nach wie vor die allgemeinen Hygieneregeln zu beachten und auch in den Innenbereichen die Masken müssen getragen werden und darauf werden wir auch weiterhin hinweisen. Aber wir haben damit eine sehr viel größere Zielgruppe jetzt wieder und können dort eine höhere Anzahl an Gästen viel einfacher auch letztendlich in der Arena begrüßen. Danke. Gibt es weitere Informationen seitens der Verwaltung? Keine weiteren Anfragen. Es ist jetzt Zeit. Bitte, Herr Mau. Sehr geehrte Damen und Herren, eine Frage und eine Information zu meiner Frage. Die zukünftigen Workshops, die die Stadt veranstaltet, könnten die auch aufgezeichnet werden, um das im Nachhinein
sich anzuhören oder anzugucken, um da den Diskussionsverlauf mitzuverfolgen, wenn man aus privaten oder beruflichen Gründen diesen Veranstaltungen nicht beiwohnen kann. Würde gleich, also wir beabsichtigen das tatsächlich für den Workshop, für die Informationsveranstaltung zur Ortsentwicklung Schierke, das auch aufzuzeichnen und dann auch zur Verfügung zu stellen. Da sind wir gerade mit der Technik im Hauptamt dabei. Technisch ist das möglich und das wollen wir in dieser Informationsveranstaltung probieren. Okay, danke. Zu meiner Information. Im Dezember 2021 hat der Landkreis Harz 13 Bäume am Radweg zwischen Redebau und Minzleben pflanzen lassen und so die Lücke in der vorhandenen Baumreihe aufgefüllt. Zusätzlich gab es noch 3 Greifvogelstangen dazu. Herr Detlef Rothart als Initiator der Maßnahme hat diese bereits 2017 vorgeschlagen unter Landrat Skibe, aber nur Ablehnung erhalten. Nach dem Wechsel des Landrats hat Herr Detlef Rothart es mit einer besseren Begründung nochmal versucht und Erfolg gehabt. Der Ortschaftsrat ist sehr froh über die Baumbepflanzung und dankt allen Beteiligten, die die Maßnahme unterstützt haben. Vielen Dank. Weitere Anfragen? Herr Winkelmann, dann Frau Wetzel. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe gleich mehrere Fragen. Ich hatte gerade vorhin jemanden im Geschäft, und ich glaube, bei Herrn Büchting war derjenige auch, und er hat auf ein Thema aufmerksam gemacht, was momentan für viele ältere Leute in der Stadt ein Problem darstellt. Das ist die Toilettennutzung, der öffentlichen Toiletten. Früher war es so, konnten die älteren Herrschaften auch in die Gaststätten ohne Probleme einkehren und konnten da zu den Toiletten gehen. Jetzt ist es wohl so, dass ab 17 Uhr teilweise die öffentlichen Toiletten auch geschlossen sind. Er sagte mir vorhin, das ist jetzt meine Frage mal an die Verwaltung, dass der Betreiber der öffentlichen Toiletten wohl diese Vorgabe des Schließens von Seiten der Stadt bekommen hat. Er hätte sich wohl auch mit denen in Verbindung gesetzt. Jetzt mal die Frage an die Stadtverwaltung, muss nicht gleich sein, wenn es nicht beantwortet werden kann. Ist das so oder hat der Betreiber freie Hand oder liegt es an der Wirtschaftlichkeit? Das ist die erste Frage. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Die nächste Frage erschließt sich aus unserem Beschluss, die Heinrich-Heine-Straße zu erschließen, baulich. Das ist gut, das ist auch sehr schön für die Familien, die dort oben jetzt eine neue Wohnung oder auch neue Heimstätten finden. Wir haben aber, im letzten Jahr habe ich schon darauf hingewiesen, wir haben ja das Problem, dass wir eine neue Verkehrskonzeption brauchen. Und in diesem Zusammenhang ist es aus meiner Sicht mehr als dringend nötig, die Krankenhauskreuzung unter die Lupe zu nehmen und das, was wir 2015 schon besprochen haben in Richtung Kreisel, unbedingt in die Tat umzusetzen, dass wir als Stadtrat uns mit diesem Problem beschäftigen. Denn wir werden über kurz oder lang dort ein Chaos erleben. Wenn wir dort oben diese Wohnungen, die dort anvisiert sind, bauen, bedeutet das gleichzeitig, dass ca. 200 Fahrzeuge mehr jeden Tag dort oben hochfahren werden und auch unten dann im Krankenhaus bzw. in der Kantstraße stehen werden. Dieses nur mal so als mein Hinweis. Vielleicht kann Herr Kramer da 2, 3 Sätze auch schon mal im Vorfeld sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Versorger von sich aus schon ein Problem mit dem ganzen Thema haben. Und dann habe ich jetzt als Tischvorlage gerade eben die Kosten zur Feuerstein-Arena gesehen. Nochmal die Frage, die also hier auch gestellt wurde, dass also die Deckelung des Zuschusses von 200.000 Euro jetzt hier in dem Fall 2022 um 38.400 Euro überschritten wird. Ich möchte nur darauf verweisen, dass wir gleichzeitig 45.000 Euro in der Investition drin stehen haben. Ich sehe das so wie in der Wirtschaft, wenn bestimmte Dinge nicht da sind, kann man es auch nicht machen. Vielleicht kann auch da Herr Kramer ein paar Sachen zu sagen. Danke. Herr Kramer. Ja, zunächst mal zur Toilettennutzung. Das ist tatsächlich ein Problem, was auch schon mehrfach an uns herangetragen wurde. Jetzt noch nicht mit den Öffnungszeiten tatsächlich, das würden wir prüfen. Wir haben die Verträge, die liegen im Ordnungsamt mit den Betreibern. Aber wir sehen das an anderer Stelle auch mit den Hygienekonzepten der Gastronomen. Es ist oftmals so, dass Leute auch nicht zum Toilettengang in die Einrichtungen gelassen werden. Das kennen wir im Christiantal, wo wir ja letztendlich auch eigene Toilettenanlagen schaffen wollen, aber auch an vielen anderen Stellen, dass die Leute tatsächlich Probleme haben, die Notdurft zu verrichten. Dem gehen wir nach, da würden wir dann auch darüber informieren, welche Möglichkeiten wir da von Seiten der Stadt haben. Ich denke, da darf es nicht daran liegen, dass wir Öffnungszeiten vorschreiben in dieser besonderen Situation.
Zum Verkehrskonzept und Kreise-Krankenhauskreuzung. Wir haben auch den Bedarf bereits erkannt. Wir sehen das auch, dass dieses neue Wohngebiet dazu beiträgt. Wir sehen aber auch die Ortsentwicklung Schierke, auch das hohe Gästeaufkommen, die ja alle durch Wernigerode fahren, alle über diese Kreuzung fahren, durchaus reguliert werden muss, dass der Verkehr eben nicht durch eine Ampel, wo ständig gehupt wird, weil die Leute den Abbiegerfall nicht sehen, zum Stehen gebracht werden kann. Das wird ein Bestandteil unseres Verkehrskonzeptes tatsächlich. Es gibt auch schon tatsächlich auch aus den vergangenen Jahren die Abstimmungen mit allen Beteiligten. Insbesondere das Land sagt da, das könnt ihr gerne machen, aber das bezahlt die Stadt Wernigerode dann selber. Und daher ist auch gerade mit Blick auf die erneuerte Asphaltdecke und auch auf die relativ neue Ampelanlage, das eher als strategische Maßnahme zu verstehen, dann, wenn diese Anlagen wieder erneuert werden müssen, eben tatsächlich dann umzuschwenken auf einen Kreisverkehr, wo wir einen großen Sinn drin sehen, aber letztendlich auch die Finanzierung sichergestellt werden muss dafür. Zum den Investitionskosten, Schierker Feuerstein Arena. Wir haben Ihnen ja entsprechend im Haushalt die Zahlen vorgelegt und da möchte ich eigentlich nur sagen, Kleinvieh macht auch Mist. Im Wesentlichen sind das alles Dinge, die planmäßig eingestellt werden. Wir sind im fünften Jahr der Nutzung. Wir haben Verschleißerscheinungen sowohl in der Werkstatt an Werkzeugen als auch an Spielgeräten. Wir sehen den großen Bedarf, auch mal ein Spielgerät zu wechseln, dass nicht allzu viel Monotonie dann entsteht, für die Gäste auch mal was Neues geboten wird. Aber wir müssen eben auch bestimmte Verschleißerscheinungen Rechnung tragen, wenn es darum geht. Und das ist tatsächlich etwas, was von Anfang an klar war. Wenn die Gäste gerade im Winter mit Schlittschuhen auf Gummimatten laufen, müssen wir diese Gummimatten auch mal austauschen, weil da entsprechend Risse entstehen. Was wir neu dazugenommen haben, auch einer von mehreren Punkten, ist dann auch gerade für den Bereich Schierke eine Schneefräse. In Schierke liegt auch manchmal Schnee. Frau Witzel. Dann würde ich noch mal ganz kurz auf das Defizit. Kleine Pause. Sie waren noch nicht fertig. Ich habe noch mal den Hinweis bekommen. Ich würde dann noch mal drei Worte auch sagen zu den Informationen, die wir Ihnen noch schriftlich gegeben haben, zum Defizit, zu der Deckelung. Wir haben Ihnen da die Summen aufgeführt zu den entsprechenden Kosten, aber auch Einnahmepositionen. Ich möchte da insbesondere noch mal darauf hinweisen, dass die Jahre, die wir Ihnen aufgezeigt haben, mit den Zahlen in Summe, gerade mit Blick auf die Einnahmen, Corona-Jahre waren. In Friedenszeiten hätten wir deutlich mehr Einnahmen erzielt, wobei ich aber auch sagen muss, auch mit den Zahlen können wir durchaus zufrieden sein, was die Einnahmen angeht. Ansonsten, wie gehabt, was ich auch entsprechend eingebracht habe in den Text, wer noch näheren Bedarf hat, kann gern auch Akteneinsicht nehmen, denn diese Summen, die wir Ihnen sehr vereinfacht dargestellt haben, setzen sich natürlich zusammen aus vielen Seiten Excel-Tabelle, beziehungsweise aus dem System des Kassenprogramms. Frau Witzel, jetzt bitte. Ja, werter Oberbürgermeister, wertes Präsidium, liebe StadträtInnen, ich habe mehrere Fragen. Herr Kramer, ich weiß, dass das so eine Floskel ist, aber wir sind immer noch in Friedenszeiten und wir waren auch vorher in Friedenszeiten. Ich hoffe, das bleibt auch noch lange so. Meine erste Anfrage richtet sich an die Verwaltung zum Thema Küchengarten. Es gibt ja erfreuliche Entwicklungen beim Verkauf der Grundstücke, die wir für Ein- und Zweifamilienhäuser geplant haben. Im Bauausschuss und auch im Hauptausschuss, aus diesen beiden Ausschüssen kenne ich es, weil ich selber dabei war, gab es mehrfach die Frage, ob man diese doch sehr schwierige Planung mit der Tiefgarage und den Punkthäusern nicht noch einmal überdenkt und eventuell auch dort eine Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern überprüft oder beziehungsweise auch anleiert, weil einmal die Grundstücke ja gut verkauft werden, jedenfalls ist das der Bericht der Verwaltung, und weil zum Zweiten die Grundwassersituation ja nicht besser wird in den nächsten Jahren und die Investitionssumme auch durch die Tiefgarage sehr hoch sein wird für denjenigen, der dort Wohnung errichten will. Darum meine Frage, wie weit ist die Verwaltung bei diesen Überlegungen? Muss der B-Plan geändert werden?
Oder könnte man den B-Plan so nutzen, wie er ist, und sagen, da ist ja eine höchstmögliche Grenze drin, aber die muss man ja nicht erreichen. Zweite Frage. Ohne dass ich wusste, dass diese Anfrage kommt von einem Bürger, reicht mir Ihre Antwort zur Altstadtsatzung nicht aus, Herr Kramer. Das hört sich so an wie Herr Haseloff, der gerne den Kohleausstieg noch mal 30 Jahre weiterschieben will, weil er keine Idee hat. Oder weil das Geld ja für ganz andere Projekte schon alles weg ist, die wir eigentlich schon vor 20 Jahren machen wollten, nur nicht dafür, den Kohleausstieg zu finanzieren. Mir reicht das nicht. Und ich denke, eine Altstadt ist die eine Geschichte und eine schützenswerte Altstadt auch. Alle Menschen, die in einem Denkmal wohnen, haben sowieso schon hohe Auflagen, wenn sie bauen, sanieren oder renovieren wollen. Aber diesen BürgerInnen, nur weil sie in der Altstadt wohnen, die Möglichkeit zu verwehren, auch großflächig Photovoltaik auf ihre Dächer zu bringen, um eine Grundlastversorgung, mehr lohnt sich ja sowieso nicht mehr, eine Grundlastversorgung mit eigenem Strom oder auch eine Warmwasserversorgung zu realisieren, das halte ich für nicht mehr zeitgemäß. Wir streiten mit vielen BürgerInnen darüber, wo neue Windräder errichtet werden können, damit wir von den fossilen Brennstoffen wegkommen. Da gibt es verständlich sehr, sehr viele Bedenken. Und diese relativ einfache Nutzung der Solarenergie wird vielen Menschen in der Altstadt nicht ermöglicht. Und es ist nun mal so, dass viele Häuser eine Südausrichtung der Dächer genau in Richtung Schloss haben. Das ist ja mal so geplant worden, das hatte ja seine Hintergründe. Also ich weiß auch nicht, warum das so eine zögerliche Behandlung gibt. Ich weiß gar nicht wann, aber es ist mindestens 5 Jahre her, dass wir gesagt haben, die Altstadtsatzung sollte angepasst werden. Und das war sogar fraktionsübergreifend eine Einstellung, eine Meinung. Und es ist nichts passiert. Wenn Sie mal Zeit hätten, alle Protokolle von Anfragen zu recherchieren, dann würden Sie diese Frage immer wieder und diesen Auftrag immer wieder lesen. Bitte denkt darüber nach, die Altstadtsatzung anzupassen. Es passiert einfach nichts und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also wann wird uns eine geänderte Altstadtsatzung vorgelegt? Meine ganz konkrete Frage. Dann habe ich eine Frage, da Herr Gaffert ja gerade gesagt hat, der Haushaltsplan ist jetzt soweit fertig, dass wir ihn am 24. Februar abschließend abstimmen können. Es gibt in diesem Haushaltsplan eine Stelle, wo Mehrkosten für die August-Hermann-Franke-Schule, für den Neubau aufgeführt sind. Es gibt einmal die Stelle, wenn ich das alles richtig weiß, Sie wissen, ich bin nicht im Finanzausschuss, aber wir haben darüber gesprochen, einmal die Stelle, wo es um die Lüftungsanlage geht und es gibt noch eine zweite Stelle mit einem Mehrkostenbetrag im sechsstelligen Bereich. Es gab dazu eine Anfrage in den letzten Sitzungen, die sich mit dem Haushalt beschäftigt haben. Und es gab, das habe ich in der Fraktionssitzung am Dienstag gelernt, aus der Verwaltung verschiedene Antworten, wie sich diese Mehrkosten zusammensetzen. Ich bitte also darum, dass schnellstmöglich nochmal detailliert aufgeschlüsselt wird, wo diese sechsstellige Summe herkommt, was das genau ist, ob es jetzt um die Kücheneinrichtung geht oder ob es um Regenrückhaltebecken geht oder was auch immer die Argumente oder die Gründe dafür sind. Dann möchte ich zum Abschluss noch eine Information an Sie weitergeben. Im Dezember 2021 hat das Grünamt der Stadt Wernigerode 9 Bäume in Reddebar im Grünbereich des Baugebietes Gartenstraße pflanzen lassen und so die Nachholung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen begonnen. Die Gesamtmaßnahme umfasst 65 Bäume und 565 Büsche und ist eine Pflichtaufgabe der Stadt. Der Ortschaftsrat Reddebar begrüßt den gelungenen Auftakt der Ausgleichsmaßnahme und hofft darauf, dass es in diesem Jahr weitergeht. Herr Rothart als Initiator der Maßnahme hat im Ortschaftsrat Reddebar die Anfrage gestellt, ob und in welcher Höhe im Haushalt 2022 Mittel zur Fortführung der Maßnahme eingestellt sind. Eine Antwort auf diese Frage liegt noch nicht vor. Darum meine Frage, wie viele Mittel sind eingestellt? Und es wäre schön, wenn heute das niemand beantworten kann, dass das kurzfristig an die StadträtInnen vermittelt wird. Dankeschön. Wer gibt jetzt zunächst erstmal Antworten? Herr Kramer. Ja, zunächst mal
Zum Küchengarten und der Notwendigkeit, einen B-Plan zu ändern, sofern man da eine andere Bebauung sehen möchte. Die Antwort ist relativ eindeutig. Bei jeder Abweichung müssen wir den B-Plan ändern. Das heißt also, es wäre schön, wenn wir einen Angebots-B-Plan an dieser Stelle hätten. Sie haben als Stadtrat damals einen recht eng gestrickten B-Plan beschlossen, der Mindestforderungen aufstellt. Zum Beispiel muss die Tiefgarage gebaut werden. Das ist kein Kann, sondern das ist laut B-Plan, wie er beschlossen wurde, ein Muss. Wenn wir davon abweichen, müssen wir das B-Plan-Verfahren neu aufrollen und haben wieder 1,5 Jahre Zeit, das zu nehmen. Zudem dann auch der B-Plan, es ist ein B-Plan für die gesamte Fläche, auch die jetzt schon bereits vermarkteten Grundstücke darunter fallen würden und wir gegebenenfalls auch das Risiko eingehen, diese verkauften Grundstücke wieder rückabzuwickeln. Daher ist die klare Empfehlung der Verwaltung, nicht an diesem B-Plan zum jetzigen Zeitpunkt zu rütteln. Ich habe auch im Bauausschuss schon die Empfehlung gegeben, nur sofern es sich herausstellt, dass die Restfläche, die wir jetzt im Moment für die Projektentwicklung der Wohnbebauung im Geschosswohnungsbau mit der Tiefgarage vermarkten wollen, nicht zum Erfolg führt. Sollten wir darüber nachdenken, entsprechende Änderungen am B-Plan vorzunehmen, aber dann möglichst so gering, dass wir die Bearbeitungszeit auch kurz halten. Ich weise nochmal darauf hin, wir sind im 10. Jahr dieses B-Planes in der Bearbeitung. Zum zweiten Punkt, wann wird die Altstadtsatzung verändert? Wir haben im Moment in unserer Jahresarbeitsplanung eine Änderung der Altstadtsatzung nicht vorgenommen. Das passt auch tatsächlich in die Arbeitskapazitäten der Stadtplanung im Moment nicht rein. Wir haben uns vorgenommen, die Stadtentwicklung, das Stadtentwicklungskonzept neu zu schreiben. Und erst wenn wir damit fertig sind, könnte ich in Aussicht stellen, wenn der Bedarf so groß gesehen wird, dass wir uns mit der Altstadtsatzung noch einmal beschäftigen. Das ist mit dem aktuellen Personalbestand nicht zu bewältigen. Zu den Mehrkosten der Franke-Schule halte ich mich sehr kurz. Wir haben Ihnen mündlich auf mehrfache Anfragen bereits erste Informationen gegeben und haben die schriftliche Beantwortung bereits versendet. Die sollte Ihnen vorliegen, Frau Wetzel. Bitte. Als ob ich es geahnt hätte, der Überzieher ist noch da. Herr Kramer, ich war ja im Bauausschuss und ich kenne Ihre Antwort, aber ich habe gehört, dass es in einem anderen, ich glaube im Sozialausschuss, gab es eine andere Erklärung. Und darum wäre es gut, wenn man sich dann in der Verwaltung bitte abstimmt, was denn jetzt der Grund für diese erhöhten Investitionskosten ist. Die Antwort auf die Anfrage müsste im Protokoll dann zu lesen sein? Oder ist die ist nicht nochmal extra versandt worden? Die ist extra versandt und gerade erst? Gut, dann recherchiere ich da nochmal. Möchte ich auch einfach nochmal darauf hinweisen, ja. Die beiden Ausschüsse, Bauausschuss und Schule, Kultur, Sport, reden bei der Investition um teilweise verschiedene Dinge. Die Frage, die an uns gestellt wurde, ist, welche Mehrkosten sind mit der Baumaßnahme verbunden? Eine Küchenausstattung ist eine Ausstattung, das ist wie Mobiliar zu tun, das ist auch nicht im GU-Vertrag hinterlegt. Daher ist das wahrscheinlich die Erklärung für unterschiedliche Aussagen in den Ausschüssen, dass der eine Ausschuss über die Baumaßnahme spricht mit dem GU-Vertrag und der GWW und der andere Ausschuss über die Küchenausstattung, was eher als Mobiliar und Ausstattung aus einem anderen Haushaltstopf auch kommt. Zu den Ausgleichsmaßnahmen ganz kurz noch, was Redebar angeht, was Sie auch angesprochen haben, möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir haben Ihnen auf Anfrage schon die entsprechenden Informationen gegeben, welche Maßnahmen und in welcher Anzahl welche Pflanzungen stattfinden. Wenn Sie mögen, beantworten wir Ihnen auch nochmal die Kostenfrage. Das kann ich aber tatsächlich jetzt nicht kurzfristig in dieser Veranstaltung tun. Herr Oberbürgermeister, bitte. Ja, ich würde noch mal gern zwei Sätze zu dem Thema Altstadt und Photovoltaik sagen. Das ist nicht nur ein Thema in Wernigerode, sondern es gibt viele historische Altstädte in Deutschland. Überall wird das heiß diskutiert. Und der Deutsche Städtetag befasst sich damit auch sehr intensiv. Es ist nicht so einfach, über eine Altstadtsatzung anders zu regeln, weil da denkmalschutzrechtliche Belange noch dabei zu berücksichtigen sind. Und das Zweite ist, da möchte ich Sie auch sensibilisieren, es zeigt sich immer wieder, dass insbesondere das Thema Brandschutz mit Photovoltaikanlagen ein schwieriges ist. Und wir haben natürlich mit unserer Altstadt eine extrem hohe Brandlast in der Stadt durch die Fachwerkhäuser. Und da muss man
das auch berücksichtigen bei dem Belegen eventuell von vielen Dächern in der Altstadt, wenn es dann darum gehen sollte, was wir alle nicht hoffen, wenn es mal brennt in der Stadt, ist das mit dem Löschen ausgesprochen kompliziert. Ich will die Faktoren nur noch mal nennen. Es ist nicht so einfach, wir ändern mal die Altstadtsatzung und dann kann jeder Photovoltaik aufs Dach legen, sondern da sind noch viele andere Facetten mit zu berücksichtigen. Und auf einige Dinge hat Herr Kramer ja bereits hingewiesen. Also da würde ich auch Sie bitten, das auch mit einer gewissen Sorgfalt auch zu betrachten, dass man da nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Aber es ist auch nicht so ohne weiteres möglich. Und wie gesagt, der Deutsche Städtetag befasst sich damit auch sehr intensiv, gegebenenfalls auch die denkmalrechtlichen Auflagen da gegebenenfalls zu verändern. Aber das ist noch ein etwas längerer Weg, wie wir wissen. Und vielleicht darf ich auch noch einen Satz sagen. Sie wissen, dass wir seit, Herr Kramer hat es gesagt, beim Thema Küchengarten, ich habe das mit Verwunderung vernommen, dass es da Diskussionen gegeben hat, gegebenenfalls die Bebauung dort oben nochmal zu verändern. Wir diskutieren nunmehr seit fast 10 Jahren über die Bebauung im Küchengarten. Ich würde einfach wirklich nur appellieren, jetzt dieses Paket nicht nochmal aufzuschnüren, sondern daran festzuhalten. Und ich bin überzeugt davon, dass wir auch Investoren und Bauherren finden, die bereit sind, dort oben das zu bauen, was wir wollen, was wir gemeinsam beschlossen haben. Und nicht noch einmal dieses Paket aufzuschnüren, das war ein weiter Weg. Und ich schließe mal jetzt die Brücke zu der Diskussion, die wir gerade in den letzten 3 Wochen geführt haben. Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn wir über fehlende Kinder und Familien sprechen, wenn es uns nicht gelingt, innerhalb von 10 Jahren mal vernünftig Baugebiete auszuweisen. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und deshalb nochmal mein Appell auch, dass wir die jetzt avisierten, die vorbereiteten und teilweise schon genehmigten B-Pläne, dass wir die schnellstmöglich in die Tat umsetzen, um hier Wohnraum für die Menschen anzubieten, dass letztlich auch wir eine gewisse Stabilität auch in der Bevölkerung bekommen, denn die Demografie geht auch sonst an uns nicht vorbei. Im Gegenteil, sie schlägt dann auch sich noch stärker nieder, als es vielleicht sonst der Fall wäre. Danke. Zur Information, wir sind jetzt 30 Stadträte und Stadträtinnen. Herr Dr. Bosse ist soeben noch eingetroffen. Nicht, dass sich nachher einer bei einer Abstimmung wundert, dass plötzlich eine Stimme zu viel wäre. Ist es also nicht. Gibt es weitere Anfragen? Herr Schatz, bitte. Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht ein Hinweis an Herrn Winkelmann und an Frau Wetzel. Wir sind ja die Stadträte. Ja, und wenn uns eine Ausgabe im Haushalt nicht gefällt, zum Beispiel die Investitionskosten für die Schörk-Arena, wir sind 2 Wochen vor dem Haushalt, dann kann man da einen Änderungsantrag stellen und gegebenenfalls Investitionen kürzen. Und in Bezug auf die Altstadtsatzung und die Möglichkeiten zur Nutzung von Photovoltaik, wir sind als Stadtrat Herr des Verfahrens. Und wenn wir meinen, da sollte sich etwas ändern, dann beauftragen wir die Verwaltung per Antrag, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Und dann kann man all das, was der Oberbürgermeister gerade gesagt hat, gewichten. Also ich denke, wir müssen denn, wenn es tatsächlich so ein dringendes Anliegen ist, nicht warten, bis die Verwaltung die Kapazitäten von sich aus freiräumt, sondern wir können das per Antrag jederzeit regeln. Und wenn die Mehrheit des Stadtrates der Meinung ist, dass das nach oben auf die Agenda kommen sollte, dann ist das so. Eine zweite Geschichte auch zum Haushalt. Wir hatten ja im Finanzausschuss die Anfrage zum Krankenstand in der Stadtverwaltung. Heute kam die Antwort. Vielen Dank, Herr Radünzel. Und ich möchte Sie alle bitten, sich das mal ganz genau anzugucken. Der Krankenstand in der Stadtverwaltung Wernigerode liegt bei über 8,5%. Der durchschnittliche Krankenstand in Deutschland liegt bei 4,34%. Ich habe das heute mal recherchiert. Wir liegen also doppelt so hoch wie der durchschnittliche Krankenstand unter den Erwerbstätigen in Deutschland. Und wenn wir da über einen Personalhaushalt reden von über 30 Millionen Euro, da kann sich jeder ausrechnen, über welche Summen wir hier sprechen, wenn es darum geht, oder über welche Summen wir sprechen, wenn es uns gelänge, den Krankenstand um 1 oder 2% zu senken. Das ist wesentlich mehr, als wir mit der letzten Steuererhöhung jetzt jährlich mehr einnehmen. Und ich denke, da ist die Verwaltung gefordert, jetzt endlich mal auch aus dem Tee zu kommen. Wir reden seit Jahren über massiv hohe Krankenstände. Und Herr Radünzel, vielleicht wäre das eine Aufgabe an Sie, mal in einem der nächsten Hauptausschüsse, wenn wir über Personal reden, ja konkrete Vorschläge vorzulegen, wie das geändert werden kann. Danke. Gut, weitere Anfragen? Keine? Doch, Herr Turm, bitte. Ich habe keine Anfrage, Information vielleicht ganz allgemeiner Natur. Die war, glaube ich, in der Zeitung noch nicht veröffentlicht. Seit einigen Tagen ist fix, dass der Realmarkt in Wernigerode also bestehen bleibt. Der gehört also zu dem Paket von 57 Märkten, die in Wernigerode
die in Deutschland weitergeführt werden, in Eigenregie, also auch nicht durch einen anderen Investor übernommen werden, sondern weitergeführt werden, sind am Ende die Häuser, die nicht verkauft werden konnten und die jetzt als eigene Gesellschaft hauptsächlich in Niedersachsen und deren Wernigerode gehört auch dazu bestehen bleiben. Danke. Weitere Anfragen, Informationen? Keine. Ich habe da noch eine, die ich übrigens sehr gerne jetzt weitergebe, die Informationen. Nach Jahrzehnten schickt sich wieder ein Sohn unserer Stadt an, eine Olympiamedaille nach Wernigerode zu bringen. Heute war bei den Skeleton der erste und der zweite Lauf. Unser Herr Grother aus unserer Stadt führte die Konkurrenz an. Morgen ist der dritte Lauf ab 13.20 Uhr. Vielleicht hat der eine oder die andere Lust, das zu schauen. Und der vierte und entscheidende Lauf ist dann ab 14.55 Uhr. Ich denke, ich darf in Ihrem Namen von hier aus Hals- und Beinbruch nach China schicken, zu den olympischen Wettkampfstätten. Und wir hoffen sicherlich, dass es dann die goldene wird. Wir wissen, wie schwierig diese Rennrodelbahn ist. Deswegen sage ich, wir hoffen, dass es dann eine Medaille wird. Vielleicht hat die Stadt Wernigerode auch eine olympische Fahne. Die Städte, wo die Olympiasieger bisher herkamen, haben dann im Hintergrund immer ihre olympische Fahne gehisst. Vielleicht können wir das dann auch machen. Das ist nur ein Hinweis, eine Empfehlung. Danke. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, Informationen über Eilentscheidung des Oberbürgermeisters. Dazu übergebe ich auch an denselben. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben das ja verfolgt, haben das sicherlich auch gelesen. Wir mussten im Dezember bedauerlicherweise eine recht hohe Rückzahlung vornehmen von Gewerbesteuern und entsprechenden Anteil durch veränderte Zerlegungsbescheide für die Jahre 2009 bis 2013. Daran sehen Sie, wie schwierig auch diese Steuerkalkulationen für Städte sind, wenn man über so viele Jahre zurück gegebenenfalls nochmal veranlagt wird, sodass wir da eine Eilentscheidung treffen mussten, um letztlich hier nicht noch weitere in Verzug zu kommen und irgendwie Strafen zu zahlen. Und so habe ich dann am 15.12., also noch im alten Jahr, diese Entscheidung, die Ihnen ja auch schriftlich vorliegt, vorgenommen. Dankeschön. Gibt es weitere Nachfragen zu dieser Vorlage? Ich habe auch keine, ist ja eine Information, Entschuldigung. Gibt es Nachfragen zu dieser Information? Ich sehe, dass es nicht der Fall ist. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 8. Berufung eines Mitglieds der Jury für den Kunstpreis und für den Kulturpreis der Stadt Wernigerode. Hier wird vorgeschlagen, dass Frau Jana Deuering in die Jury von den Grünen und Bündnis 90 entsandt wird. Gibt es zu dieser Vorlage Wortmeldungen? Ich sehe keine Wortmeldung. Wenn Sie also der Elf aus 2022 folgen möchten, bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Eine Enthaltung. Somit ist die 11 aus 2022 mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 9. Neufassung der Entgeltordnung für die Benutzung von Räumen in kommunalen Grundschulen durch Dritte. Fürs Protokoll, Herr Schulze verlässt den Sitzungssaal. Mit der 06 aus 2022 gibt es einführende Worte. Herr Dorf, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen, dass diese Entgeltordnung seit 2007 nicht angefasst ist und im Zuge der Haushaltskonsolidierung war das ein Auftrag, diese Entgeltordnung auch einmal zu überprüfen. Wir machen Ihnen hier einen entsprechenden Vorschlag und bitten um Verweisung. Ein Änderungsblatt möchte ich jetzt schon ankündigen, nämlich in Paragraph 5. Die Kosten für den Hausmeisterdienst, die gehören in den Paragraph 4 und das werden wir dorthin auch verschieben. Das bekommen Sie dann auch fristgerecht zu den Ausschüssen. Vielen Dank. Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, wer also die 06 in den entsprechenden Fachausschüssen verweisen möchte, dann bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Keine. Somit ist die 06 einstimmig verwiesen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10. Entscheidung über Annahme von Spenden, Schenkungen und Zuwendungen. Gibt es zu der 12 aus 2022 Wortmeldungen, Redebedarf? Ich sehe, dass das nicht der Fall ist. Wer also der 12 aus 2022 folgen möchte, bitte ich ums Handzeichen.
Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Keine, somit ist die 12 aus 22 einstimmig angenommen. Wir sind am Ende des öffentlichen Teils und ich würde vorschlagen, eine kurze Pause zu machen, um weiter fortzufahren.